Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir haben heute vor, hinten ins Stadion zu gehen und nochmal den Champ Cup zu machen. Diesmal gegen stärkere Gegner, die zumindest höher gelevelt sind. Aber bevor das kommt, möchte ich etwas Zeit. Wartet, hier bin ich falsch. Da muss ich hin, Geheimgeschenk. Denn es gibt ein paar Seriencodes für Pokémon Schwert und Schild, um an Aprikoko-Bälle zu kommen. Und zwar folgende. Leiten wir einmal K0UN1NMA und dann quasi Scott. Ich dachte jetzt gerade, da wäre was falsch, weil ein Block frei war, aber das stimmt. Das ist ein Itemset und zwar für 3 Aprikoko-Bälle. Ja, die machen es hier ein bisschen spannender als ich. Ein Levelball, ein Mondball und ein Turboball. Turboball? Ah ja, doch, Turboball ist auch ein. Ein Aprikoko-Ball. So, es gibt aber auch diesen Code. Ija. Ah ja. Und damit müssten wir jetzt auch wieder 3 Aprikoko-Bälle bekommen. Schwerball, Köderball und Ultraball. Okay, der Ultraball ist kein Aprikoko-Ball. Das ist der Ball, mit dem man Ultrabestien fängt. Was der hier im Spiel soll, weiß ich nicht. Denn es gibt, glaube ich, keine Ultrabestien hier im Spiel. Aber okay. Nehme ich gerne an. Sieht nämlich sehr cool aus. Leider kann man damit normale Pokémon nicht wirklich fangen. Weil der hat da eine Fangrate von 0,1. Also, das funktioniert dann eher nicht. Der letzte Code ist Okug Afug Aibo. Und Ru. Ich habe versucht, diese Codes irgendwie zu entschlüsseln, um herauszufinden, warum die so sind, weil die sehen ja schon sehr geplant aus, aber ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht drauf gekommen. So, unsere letzten 3 Bälle für heute sind der Sympaball, der Freundesball und der Traumball. So, dann hätten wir das schon mal erledigt. Und jetzt geht es hier oben um Champ Cup. Ich hoffe, wir werden unseren Titel verteidigen können. Wenn wir den jetzt hier verlieren, wäre das ein bisschen schade. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas schief gehen kann. Du bist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Möchtest du es mal ausprobieren? Was hast du gesagt? Willkommen, Champ. Möchtest du an einem Turnier teilnehmen? Ja. Hast du schon einen Trainer im Sinn, den du zur Teilnahme am Turnier einladen möchtest? Ach, ich kann hier selbst aussuchen, gegen wen ich antrete. Das ist ja nett. Nehmen wir mal Yaro. Ach so. Und der Rest wird dann quasi ausgilt. Ich habe extra nicht Hop genommen, weil ich Angst vor Hop habe. Jetzt ist der hier. Oh. Kann mein Team das mit Hop aufnehmen? Ja, ob ich das jetzt zwar. Ich kann es nicht ändern. Ich kann nicht auf die Box zugreifen. Dafür ist es zu spät. Mutineva hält doch nichts aus, ey. Ich pack dich mal nach ganz vorne. Ach, jetzt müssen wir echt gegen Hop kämpfen. Das ist doch ein Witz. Ich möchte zur größten Legende ganz Galas werden. Nein, der ganzen Welt. Und dafür muss ich dich und meinen Bruder besiegen. Hop, du wirst auch diesmal nicht gewinnen. Ich hoffe, du setzt dich dein Sargchen ein. Das wäre nämlich ziemlich unfair. Ich hab da auch nichts gegen, ey. Ja, Hop, dann leg los mit deinem Zwolok, wie immer. Wieso habe ich jetzt eigentlich schon wieder Mutineva gegen Zwolok kämpfen? Das ist doch. Ich mach jedes Mal den gleichen Fehler. Jetzt kommt gleich ein Ramboss, dann ist Mutineva tot.
Ja. Muss auch so machen, es ist anders irgendwie schwierig. Watteschild. Ja, das dachte ich mir fast, dass du entweder Rambos oder Watteschild einsetzt. Deswegen werde ich dich jetzt speziell angreifen. Oh, du bist aber sehr hochgelevelt. Ja, dann kriegst du erstmal Toxin ab. Oh nein, das überlebt Toxina nicht. Oh doch, das überlebt sie. Ich nehme es jetzt ein bisschen. Ich möchte Toxina auf keinen Fall verlieren. Aber ich habe kaum noch irgendwelche Tränke. Weil ich wieder sehr gut vorbereitet hier reingehe, so wie immer. Dann trink mal eine Kumu-Milch. Schon wieder Risiko. Ich dachte, ich setze vielleicht nochmal Watteschild ein. Oh Mann. Ja, ich gebe aber Toxina hier nicht einfach auf. Setz doch hier mal gegen Asano Risikotackle ein. Dann siehst du mal, wie weh das tun kann. Und wir haben einen Beulenhelm. So, Rückstoß, Beulenhelm zusammen und dann noch die Vergiftung. Reichen aber insgesamt nicht aus, um Frolok zu besiegen. Aber ich habe ja noch Nitro-Ladung. Werde ich die aber nicht einsetzen können, weil die Kopfnuss reicht, um den Beulenhelm zu aktivieren, dann besiegt sich Frolok selbst. Schade, ich hätte gerne ein bisschen Geschwindigkeit, aber dann eben nicht. So, Level up. Nitro-Ladung geht ins Leere. Es kommt Relaxo. Auch vor Relaxo habe ich ein bisschen Angst, aber wir werden sehen. Nitro-Ladung. Mit Nitro-Lang brauche ich es nicht versuchen, das ist sowieso das Ende für Asano. Noch nicht ganz. Alexa kann, glaube ich, auch Rambos, oder? Habe ich noch einen Beleber? Ach, ich habe noch 12 Beleber. Ja, gut, dann. Steinhagel. Relaxo ist echt ein Problem für mich. Und ich versuche es mit Glotzi und dem Hammerarm. Dadurch sinkt zwar die Initiative. Aber der Hammerarm sollte ordentlich reinhauen. Und selbst wenn wir nicht schnell genug, wenn wir jetzt es nicht schaffen, wir müssten immer noch schneller als Relaxo sein. Ah ja, es kann Rambos. Voll. Ja, komm. Niefall-Trick. Aber ach, jetzt kommt eine Top-Genesung, oder? Nein, jetzt kommt keine Top-Genesung. Okay. Jetzt kommt Liberlo. Da wird der Düner maximieren. Das heißt, Lotzi ist verloren. Da kann ich auch nichts machen. Der Düner maximiert nicht. Okay, jetzt kommt ein Mülltreffer. Aha. Habe ich nicht mit gerechnet. Wie will er denn dann Düner maximieren? Ja, Juju macht mir auf jeden Fall. Quatsch, Liberlo macht mir nichts, denn ich habe ja Juju. Wir sind auch schneller, oder? Ja. Präzisionsschuss wird wahrscheinlich nicht reichen, weil wir einfach nicht hoch genug gelevelt sind. Ja, leider nicht. Lustre, tut das weh? Ja, es tut schon weh. Das war auch ein Volltreffer. Und was sinkt? Initiative. Dann sind wir nicht mehr schnell genug. Den Feuerball sollten wir aushalten, dann wechseln wir. Okay, wir halten den gar nicht aus. Hm. Nicht schlecht.
Dann habe ich jetzt ein kleines Problem. Gut, das ist jetzt kein Fußkick ein, das war meine Befürchtung, aber ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Mann, haut der rein. So, einmal die Überreste wirken lassen. Und es kommt. Er hat tatsächlich seinen. Boah, ist er fies. Das finde ich ja echt nicht in Ordnung. Ja klar, kühnes Schwert, ich habe verloren. Aber ich wollte doch extra nicht gegen Hopp kämpfen. Ja, Nahkampf. Was machen? Vor allem, wenn die Zuschauer denken sich, oh mein Gott, was ist das für ein Pokémon, legendäres Pokémon hier im Stadion. Nirscha, reicht das? Ach, gegen Toxina reicht alles. Okay. Jetzt müssen wir Dynamax maximieren und hoffen, dass es reicht. Zumindest in einem Two-Hit. Ansonsten ist hier Ende. Aber ich dachte, er hätte sich dabei, weil er nur 5 Pokémon dabei. Ich dachte einfach, er hätte Sarken wieder rausgetan. Aber nein, er ist dabei. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, und das kann Nahkampf. Und das reicht fast. Aber jetzt ist sein Spezialangriff so gesenkt und der Beulen hat mit reingeschlagen. Das heißt, das muss reichen. Ich wollte schon sagen. Jetzt scheint die Sonne. Jetzt kommt Kramor. Letzte Pokémon von ihm. Ich darf aber hier einfach nicht Asano verlieren, weil Asano ist das Einzige, was ich habe gegen Kramor. Oh mein Gott, er Dynamaximiert Kramor. Ja, nein, das ist Gigantomax. Na gut, das macht ja nicht so viel aus. Die Frage ist, wie viel macht seine Stahlattacke, wenn er sie jetzt einsetzt? Natürlich setzt er sie ein. Sie macht nicht genug Schaden. Aber er stärkt jetzt seine Verteidigung. Ist aber egal, weil ich speziell angreife und wir haben Sonnenschein. Ich werde auch noch einen Volltreffer, na super. Und das wird nicht reichen, das ist klar. Nicht, wenn er Gigantomax hat. Aber wir überleben die nächste Attacke. Und Ausbrennen reicht dann, um Ramon zu besiegen. Ja, ja. Okay, Hopp ist wirklich der stärkste Gegner hier im Spiel, finde ich. Also ich finde niemand... Okay, vielleicht auch Delion ist noch stärker, weil er ein Durengard hat. Ein verficktes Durengard. Aber Hopp ist wirklich sehr, sehr stark. Ah, Mist, du scheinst mir immer einen Schritt voraus zu sein. Das Gefühl habe ich nicht, aber... Nett, dass du es sagst. Diese Niederlage ist nur ein kleines Kapitel in unserer ruhmreichen Legende. Doch ich werde nicht erneut verlieren.
als dein Rivale wird der nächste Sieg mein sein. Nein. Archena? Wer ist denn Archena? Warum ist er dagegen Kabu gewonnen? Meine Pokémon sind alle geheilt. Oh, das ist aber nett. Ja, ich werde weiter hier machen mit Mutineva, auch wenn das wahrscheinlich wieder eine schlechte Idee ist. Hi. Ich bewundere, wie du bei der Arena-Challenge von Sieg zu Sieg geeilt bist. Aber heute werde ich gegen dich gewinnen. Wer bist du überhaupt? Arena-Challenger Archner. Fängt an mit Broculus. Ja klar, natürlich Broculus. Warum auch nicht? Es sind ja immer Pokémon, gegen die ich hier nicht so wirklich Möglichkeiten habe mit Mutineva. Aber gut, das ist jetzt tatsächlich gar nicht so schlimm, denn ich kann ja einfach Kehrtwende einsetzen. Das macht zwar auf dem Broculus keinen Schaden, aber wir sind auf jeden Fall schneller. Also wir müssen... Oh, die ist jetzt nur Level 56, krass. Und wir sind auch schneller. Also schneller als so ein Broculus zu sein, ist auch keine große Leistung. Trotzdem bin ich ganz cool. Und du bist hier der Sandsturm. Mit dem Sandsturm steigert sich nämlich die Spezialverteidigung von Gesteins-Pokémon um 50% und die Steinkante tut weh. Das heißt, dieser Präzisionsschuss wird jetzt gar nicht so viel machen. Aber ich will ja auch nicht sofort auf Dynamax gehen. Ah, es reicht aber trotzdem, okay. Ich meine, gut, Broculus hat auch keine gute Spezialverteidigung, trotzdem. So ein Boost um 50%, der macht ja eigentlich schon was aus. Mutineva, Level 63, okay. Nochmal Sandsturmschaden, das ist echt nervig, aber... Okay, sie hat anscheinend nur Gesteins-Pokémon. Mogelbaum. Ich glaube, Präzisionsschuss. Reicht auch gegen Mogelbaum. Okay, ja, das war ein Volltreffer. Aber das nehme ich gerne hin. Ich musste gerade gegen Hopp wirklich kämpfen. Da kann ich jetzt auch gegen die hier wirklich gewinnen, oder? Es kommt Thanatora. Das ist dann schon wieder ein bisschen mehr ein Problem für mich. Da wechsle ich dann lieber. Ich habe ja da auch keine Pflanzenattacken dabei. Das ist ein Wassergesteins-Pokémon. Das heißt, ja. Ja, auf Kampfattacken. Okay, Steinkante. Ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass es Hausbruch kann. Und es aber nicht anscheinend. Oder setzt es zumindest nicht ein. So, Kreuzhieb. Trifft auch. Reicht sogar. Okay. War auch wieder ein Volltreffer. Oh, ich habe auch wieder sehr viel Glück auf meiner Seite. Und der Sandsturm legt sich. Ich überlege die ganze Zeit, was es für ein Gesteins-Gigamax-Pokémon gibt, weil das wird ja wahrscheinlich dann von dir eingesetzt werden, aber bisher fällt mir keins ein. Wobei doch, klar, Monte Carlo. Will ich jetzt auf Yu-Yu wechseln? Eigentlich muss ich es machen, weil ich habe nichts anderes gegen Potrot. Es kommt sowieso nur ein Schutzschild, okay. Ja komm, im Grunde kann ich jetzt auch schon Dynamaxen. Dynaflut sollte reichen bei weitem. Ah, Humanolith. Ich glaube, das haben wir im Spiel selbst noch gar nicht gesehen.
Aber ich kenne das Pokémon bereits. Wird sie Dynamax? Nein, macht sie nicht mal. Okay. Das hat nämlich auch keine Gigantoform. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen überrascht, aber okay. Dann haben wir gewonnen. Und sie war deutlich einfacher als Hot. Ich halte es für wichtig, dass man bereit ist, aus seinen Niederlagen etwas zu lernen. Aha. Auch jetzt hat Yarrow sogar verloren. Oh, ich wollte extra gegen Yarrow antreten. Jetzt müssen wir gegen Ness kämpfen. Was eigentlich in Ordnung ist, weil der hat nichts gegen uns. Mit Unlicht kann er mir wirklich nichts. Trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber okay, kommt vor. Ich werde dem Publikum und dir schön schon kräftig einheizen, auch ohne Dynamax. Ach, ich bin ja jetzt echt in Sicherheit, ne? Und wieder ein Gegner ohne Dynamax. Naja, okay, ich meine, warum nicht? Ich wollte echt gerne gegen Yarrow kämpfen. Schade. Wieso Irokex? Ich mag Irokex überhaupt nicht. Das ist wirklich so ein richtig... Das Pokémon mag ich... Ich finde es gut, dass es Irokex gibt. Ich freue mich, dass es ein Galadex ist. Aber ich kämpfe echt nicht gern gegen Irokex. Was kommt denn da? Mogel hier. Ja, oh, toll. Und das macht schon so viel Schaden. Oh, aber anscheinend interessiert uns Mogelhieb gar nicht. Warum denn? Wir hätten eigentlich zurückschrecken müssen. Was ist hier los? Ah, du hast Puderabwehr. Dadurch hat Mogelhieb natürlich seinen Zusatzeffekt verloren. Traue ich mich nochmal auf Falter reinzugehen? Nee, traue ich mich nicht, die auf Käfer gebrummt. Vielleicht kommt ja irgendeine Steinsattacke, Steinkante oder so. Ich weiß nicht, was Iropex kann. Sandwirbel. No, ist ja noch schlimmer. Ach, jetzt kommt ein Volltreffer, wo ich ihn nicht brauche. Na gut, ich darf mich echt nicht beschweren, ich hatte so viel Glück gerade in den... in der Runde gegen Hopp, da hatte ich ja genug Volltreffer. Calamanero. Das ist zwar wirklich ein cooles Pokémon, auch ein starkes Pokémon, aber es hat keine Chance gegen Käfer gebrummt. Wir treffen auch immer, das ist echt gut. Aber ich freue mich für Motineber, dass es endlich mal was zeigen kann. Riffex? Wieso Riffex? Muss ich das verstehen? Na gut, Aurora-Strahl dann eben. Wir treffen auch immer, obwohl unsere Genauigkeit gesenkt wurde. Ha! Anscheinend ist nicht nur mein Reflex defensiv. Von Alma, sondern auch das von Nez. Barrikadax, ist das schon sein letztes Pokémon? Nee, ist es noch nicht. Ablocker. Ja, es ist nicht so schlimm, wenn ich mit Käfergebrumm angreife. Nur mit einer Attacke, die tatsächlich auch Körperkontakt herstellt, wäre das jetzt ein Problem. Next Strike. Macht aber nicht so viel. Käfergebrumm wird auch dieses Barrikadax One-Hitten. Was kommt jetzt? Was ist dein letztes Pokémon? Olanga? Kann ich mir nicht vorstellen. Guntan. Ah, das ist gar nicht so toll. Da habe ich nämlich keine effektive Möglichkeit gegen. Und es kommt ein Tiefschlag. Ah, nicht so toll. Dann wechsle ich, wenn ich das Nom 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 hier stirbt. Ja, Tiefschlag funktioniert nicht, wenn ich wechsle. Oh, Nachtieb würde ich sagen, müsste reichen. Und da wirkt noch der Finalschlag. Aber macht nichts, wir haben gewonnen.
Wir haben unseren Titel verteidigt, auch wenn es gegen Hopp echt nicht gut aussah. Beim Kampf gegen dich kam mir eine Idee. Was, wenn man ganz einfach Kampf und Geek miteinander verbindet? Fette Beats und harte Schläge sozusagen, das ist ja echt Ziel, findest du nicht? Hier ist das Ergebnis des Finales. Ja, ich habe gewonnen. Was sonst? Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Hier, bitte nimm deinen Gewinn entgegen. Hallo, Balduin? Oho, der Chelm. Von mir gibt es auch einen super... Nein, hyper herzlichen Glückwunsch. Weil mich dein Auftritt so mitgenommen hat, möchte ich dir das hier als Belohnung schenken. Ein Wunschbrocken. Danke. Toll. Hat sich ja echt gelohnt, hier anzutreten für einen Wunschbrocken. Na gut. Ja, jetzt habe ich auch gezeigt, dass man hier nochmal Rematches machen kann. War jetzt tatsächlich ganz cool, wenn man erstmal aussuchen kann, welche Gegner dabei sind. Zumindest einen kann man sich ja aussuchen. Dass ich aber sofort gegen Hopp kämpfen musste, fand ich jetzt gar nicht so toll, weil das ja schon ziemlich schwer ist. Und schaut mal, da oben sind auf dem Bildschirm die Starterentwicklungen. Gortrom, Liberlo und Inteleon. Außerdem noch ein Bolthund und ein Mautsinger. Und Balduin ist auch da. Okay. Ja, Leute. Das war's für diesen Part. Und das ist, wenn ich das richtig im Blick habe, der letzte reguläre Part gewesen. Das heißt, was ab jetzt kommt zu Pokémon, wird unregelmäßig kommen. Und ja, wir sind im Grunde fertig mit Pokémon Schild. Ich werde natürlich noch einiges machen zu Pokémon, klar. Aber tägliche Parts wird es jetzt nicht mehr geben. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich ja, finde, das sind sehr gute Spiele. Es sind sehr viel bessere Spiele, als man erwarten musste. Aber gut, ich habe ja schon während der Credits gesagt, was ich von dem Spiel halte. Ich bin wirklich ganz positiv überrascht. Es tut mir gerade nur ein bisschen weh, dass es jetzt quasi so, naja, vorbei ist. Aber so ist es dann eben. Gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, wie immer, alles Gute!